Ja, also eigentlich hat das Ganze damit angefangen. Warte mal, bevor die mir da reinlabert. Dass, also es gibt einmal die Fraktion, die Denea, das sind die, die keine Magie wirken können. Also die Rebellen quasi, die, die versklavt wurden und wo wir uns jetzt den Rebellen angeschlossen haben. Und dann gibt es die Renea, das sind die, die halt diese Astral Arts wirken können. Also diese wunderbare Person hier zum Beispiel. Und die Renea haben halt die Denea versklavt, um an deren Energie ranzukommen für mehr Macht, sozusagen. Und es gibt 5 Lords, die das Ganze halt beherrschen. Einen davon haben wir kalt gemacht. Das ist der Tutorial-Boss gewesen. Das war, oh Gott, ja, wie hieß er nochmal? Blasphemous, wie auch immer man ihn ausspricht. Den haben wir auf jeden Fall kalt gemacht. Und der gehört halt zur Region des Feuers, also dieses Feuergebiets aus Wüste, Kalken, Stein und Sand. Und ja, sie ist halt, also Shion ist quasi ein Flüchtling, sage ich jetzt einfach mal. Sie wurde verflucht, deswegen hat sie halt diese Dornen. Also keiner darf diese Frau anfassen, weil sobald sie angefasst wird, kommen diese mega fetten Dornen und sie verbrutzelt erstmal alle, die sie überhaupt berühren. Das heißt, keiner außer Alfen kann sie anfassen. Und Alfen kann sie auch nur deswegen anfassen, weil er keinen Schmerz empfindet. Deswegen darf er auch das Flammenschwert führen. Das ist halt so erstmal die grobe Geschichte. Mehr hat man bisher noch nicht großartig erfahren. Aber die beiden versuchen jetzt halt die Lords zu stürzen, damit die Leute halt wieder frei sind. In den Versklaven will mehr Power Check. Sie ist die Unterdrückung loszuwerden. Ja. Genau. Genau. Also das ist, ja, also quasi die Befreiung, aber was ihr genaues Ziel, weiß man noch nicht. Warum sie als Renäerin jetzt gegen die Lords kämpfen will, das hat man leider noch nicht erfahren. Sie erzählt es halt auch nicht, also sie schweigt da noch. Man weiß auch nicht, warum sie verflucht ist, wer sie überhaupt ist. Also, ja. Und der gute Alfen, der halt auf der Seite der Rebellen ist, der hat sein Gedächtnis verloren, deswegen wusste er erst auch nicht, wie er heißt. Und deswegen wurde er Anfang auch Eisenmaske genannt. Wegen dieser wunderbaren Maske, die er hier noch so halb trägt. Und ja. Ja, wie gesagt, das sind quasi 2 Fraktionen. Die Denea und die Renäerin. Quasi. Also sie ist wirklich... Eigentlich gehört sie zu den Bösen. Wieso, weshalb, warum sie da nicht mitmachen will... Sie will die Lords stürzen. Gut für uns, so befreien wir die anderen. Das ist halt so die grobe, bisherige Story, was passiert ist und ja, das alles in 5 Stunden. Wie gesagt, mehr hat man leider noch nicht großartig in Erfahrung bringen können. Jetzt bekommen wir eben den DLC 20 € zu erfahren, ja. Also ich gehe mal von aus, dass es später vielleicht auch noch DLCs geben könnte. Zumindest eines, könnt ihr mir vorstellen. Bisher gab es in den DLCs, die es gibt, gibt es nur Kostüme. Was mir zugute kommt, weil ich liebe es, meine Leute anders anzuziehen. Das war das, was ich ja vorhin hier... Deswegen haben wir übrigens auch die Katzenohren. Hier trägt sie ja keine. Hier haben wir ja Katzenohren. Und die kann man halt durch so Eulen bekommen. Es gibt halt so verschiedene Eulen, die auch verschiedene Geräusche geben, wodurch wir zum Beispiel hier Hasenohren bekommen haben. Katzenschwanz. Hasenschwanz, der für mich nicht aussieht wie ein Hasenschwanz, aber... Jetzt habe ich hier 2 Schwänze drauf. So ein Monokel haben wir. Warte mal, kann ich einmal drehen. Für mich ist das kein Hasenschwanz, für mich ist das irgendwie... Weiß ich nicht, so ein Ziegenschwanz, aber okay.
Ich bin gerade etwas verwöhnt, weil ich mich wieder mal intensiver mit Warcraft Lore beschäftige. Ah, okay. Ja, da müsste ich mich dann auch nochmal wieder ransetzen. Aber zur Zeit, zumindest komme ich bei einer Quest gerade nicht weiter in WoW. Irgendwie zur Zeit fest. Liegt aber auch eigentlich eher an der Tatsache, dass ich ständig sterbe. Wir sehen Wasser. Und wenn mich nicht alles täuscht, da hinten mal was Grünes. Ich werde hier auch die Gebiete, so gut es geht, erkunden. So viel, wie ich irgendwie hinkriege. Oh, okay, die anderen kämpfen noch neben mir. Ich verstehe. Dieser Seevieh, also der Anführer der Rebellen, gehört auch nicht zu der festen Gruppe scheinbar. Bisher. Er kämpft zwar mit, aber... Was war das schon? Safran. Seit der Geschichte, die über 20 Jahre Zeit hat, sich zu entwickeln. Für so ein Spiel vielleicht, wenn es hochkommt, 3 bis 4 hat. Das stimmt. Lass mich runter. Ich finde, es spielt sich halt doch nicht richtig wie so ein richtiges Tales of. Das Gröbste ist alles vorhanden, wie auch in den älteren Teilen. Aber du kannst halt jetzt so direkt spielen. Und vorher hattest du halt diese Draufsicht, wo du den Charakter über die Welt gesteuert hast. Und nur in den einzelnen Gebieten so spielen konntest, wie du jetzt spielst. Und selbst die Tastaturensteuerung ist cool. Weil Gamepads, da gibt es anscheinend noch irgendeinen Bug. Das wurde noch nicht gefixt. Ich kann also mit meinem Gamepad gerade tatsächlich nichts machen. Aber die Tastaturensteuerung ist auch richtig gut. Und dass ich das mal sage, bei der Art von Spiel. Für gewöhnlich bin ich da immer die Erste, die am Meckern ist. Pen and Paper ist das so wie Dungeons and Dragons zu vergleichen mit. Okay. Ich muss unbedingt irgendwann mal ein Pen and Paper mitspielen. Hab ich noch nie gemacht. Bin gespannt, wann die nächsten Gegnerarten kommen. Ey! Du Scheiße! Ich will immer Wespen sammeln, aber es sind Bienen. Es sind Bienen, keine Wespen. Ich verstehe die Schwalbenklinge nicht. Hallo, Daddel! So. Wenn ihr irgendwo eine Eule hört, dann schreit. Und die Gegner, dann nehmen wir aber auch mit. Hui! Einmal drauf gelandet. Und wenn wir Eulen finden, kriegen wir Kostüme. Die von uns verzweigt ein RPG sein muss. Also manche Geschichten sind ja wirklich mega verzweigt. Das ist ja so viele Geschichtsstränge. Und wieder andere kommen halt auch mit so einer ganz kleinen, ganz kleinen Lore aus. Hier bin ich auch noch gespannt, wie verzweigt das am Ende sein wird. Ja, da klappt die Emotes. Warum die anderen wiederkommen, weiß ich nicht, aber ja, klappt auch die Emotes. Hallo Luna! Vielen lieben Dank für deinen Raid. Wie war dein Stream? Natürlich auch an alle ein großes Hallo, die mitgekommen sind. Ja, ich hatte ja bei dir vorhin noch reingelockt, bevor ich angefangen habe.
Da habe ich nämlich gerade noch mein letztes Essen aufgefuttert, deswegen... Ich hatte bei dir noch keine Benachrichtigung bekommen. Für gewöhnlich kriege ich immer direkt eine Benachrichtigung. Oh, Eule! Eule! Eule muss gerettet werden! Wir brauchen die Eule. Oh Gott, diese Biene. Für Bücher oder Filme spiele ich etc. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich muss meine Kamera gleich nochmal umstellen. Irgendwie stört mich die da. Warte mal. Ich stört die Kamera da ganz gewaltig. Aber schon eine ganze Weile. Ich glaube, ich pack die doch wieder nach. Ich glaube, ich pack die doch wieder nach oben. Ich glaube, so ist besser, ne? Mich stört die Kamera da schon. Ich dachte, ich probiere mal was anderes aus, ob ich die da unten lassen kann. Aber ich glaube, so passt es besser. Wenn dann am Bildschirm sind verzweigte Geschichten nicht so das Problem. Geschichten folgt ein hier kaum einer. Wie Skyrim. Bei Pen and Paper empfehle ich immer, je einfacher, desto flüssiger, desto besser. Man kann der Geschichte folgt am Bildschirm, kann sie da doch auch einfach sein. Ja! Es gibt halt viele Möglichkeiten von Geschichte. Es kommt halt auch immer drauf an, was man drauf macht. In manchen Spielen zum Beispiel ist die Geschichte so verzweigt, dass du einfach keine Ahnung hast. Selbst wenn du es intensiv spielst. Das ist diese kleine Knuffelding. Nani? Ja. Zuide ni shita dake wa taosanakereba saki ni susumesou ni nakatta shi. Nani ga kiniiranai no ka shiranai kedo watashi ni sawaranai hou ga ii wa yo. Tanomareta tte. Rinwell. Sion wa soitsu no kizu wo naoshite yattan da zo. Ich finde halt beides gut. Einfach wie die Flora. Gott, das ist das süß. Gott, das ist süß. Ich will eine Eule haben. Gott, ist das süß! Ja, komm, Luna, das ist doch echt mega. Oh! Oh, dieser Blick. Toll, jetzt bin ich traurig, wenn das Viech traurig ist, ey. Das ist extrem knuffig, aber trotzdem. Ich will's haben! Mann! Mano. Okay. Sion war Joku Maikai. Anna Funi Ju Uderna. Do you imi? Oreva Chikaramakasini Tatakitskel Dageda. Soreni Krabete. Nante Kasano. Seekakda.別にそんなこと単に銃がそういうものって言うだけ。当たらなければ何の意味もないし。やっぱり意識して狙う急所とかあるの?それほど意識しているわけじゃないけど。例えば、飛んでいる敵は翼を狙うことが多いわね。あと、翼も狙ってる敵も今とね。避けられる心配がないから当てやすいわ。あなただって。 自由に飛び回れない敵の方が仕留めやすいでしょ。ああ。ひらひら好き勝手飛び回られるよりずっといい。戦いで敵の動きを封じるのは基本よ。まあな。おかげでうまく気絶させてくれた時は素材とかも奪いやすい。本当に助かってる。
別に礼なんていらないわ。ちゃんと戦ってくれればそれでいいから。Noch irgendwas? Nee. Hier haben wir nur die Eule gerettet. Lager. Eule! Wir kriegen eine Brille! Wir kriegen eine Brille! Brille mit Rahmen. Den Nähschuhen, wenn du einen Schuhhufe nimmst, kann eine Eule nicht weit sein. Halte an einen Unterbeinstelle wie im Baumkron oder selbst in Körben nach ihnen Ausschau, wenn du eine entdeckst. Ja. Weiter konnte ich nicht lesen. Aber wir kriegen dafür auf jeden Fall Kostümgegenstände. Wenn ihr vorhabt, die Grenze zu überqueren, stellt lieber sicher, dass ihr vorbereitet seid. Waffenschmieden. Okay, das Primitive könnten wir jetzt tatsächlich schmieden. Kann ich für sie? Nehmen wir das einfache Gewehr oder nehmen wir das primitive Schwert? Wobei, geht das überhaupt schon? Ah ne, da fehlt uns ein Steinfragment. Okay, das geht gar nicht. Okay, dann können wir nur das primitive Schwert machen. So. Objekte kaufen. Trank des Lebens ist verdammt teuer. Das ist auch verdammt teuer. Hier. Easy wird kaufen. Ganz dick kaufen. Ausrüstung. Langschwert. Einmal. Das wäre dann aber halt auch noch, ne? Weil, frage für mich wäre, bräuchte ich einen Upgrade, weil die Gegner zu schwer werden. Na, da das nächste Gebiet kommt, wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr so schlecht. Bei ihr, warte mal. Ja gut, sie könnte das hier halt nehmen, ne? Also sie hätte sogar. Aber Rüstung haben wir nichts dafür. Wir nehmen das erstmal. Achso, warte mal, Fertigkeiten. Wobei, wenn ich das schon wieder sehe, hier können wir was machen. Dein Feind in die Luft und schießt auf ihn. Dann in der Luft erhöht die Menge an Schaden, die Gegnern in der Luft zugefügt wird. Kann bei schwebenden Gegnern angewendet werden. Okay. Machen wir erstmal mehr Schaden. Hier kann ich noch nicht viel machen. Viel Spaß im Lurkdaddel. Ja, ich möchte mich ausruhen. Wir wollen uns ausruhen. Nanda, Jirojiro mite. Anata no kakkō wa Dana no senshi. Ach ja, stimmt, wir haben ja hier noch Erinnerung. Ah ja, hier könnten wir jetzt alle Gespräche, die wir nicht geführt haben, so mal angucken. Wir können zum Beispiel halt hier diese ganzen. Sei mal angucken. Oder halt die Hauptszenen. Können wir uns auch angucken. Haferbrei. Wird so viel Zutaten für 90% höhere Wirkung.
Kocheffekt. 15. KP nach Kampf heilen. Ich glaube, Dampfkartoffeln wären am besten. Gott, aber wenn man die Bilder so sieht von dem Essen, da kriegt man glatt selber Hunger. Wir nehmen die Dampfkartoffeln. Wir nehmen die Dampfkartoffeln. Dampfkartoffeln sind lecker. 十分休めたな. Susmo. Das Spiel ist Monster Hunter beim Essen. Echt? Wieso das denn? Also Monster Hunter habe ich ja auch. Zumindest eines. Das, was da auf Steam ist. Aber ich habe es nie gespielt bisher. Ich habe es, aber es ist... Ja. Ne? Ich besitze es. Sieht so gut und lecker aus. Oh je. Also kein Spiel für mich wahrscheinlich. Warte mal, ich möchte mal gucken, ob ich bei ihr mal die Haare ändere. Gott, dieser Russenhut. Das sieht halt mega schön aus. Ja gut, das hier ist halt einfach nur das ohne das Ding hier. Das werdet ihr übrigens bei einem Charakter öfter sehen, dass ich den umgestalte. Oh. Fledermäuse! Spielerisch eher weniger, würde ich sagen, aber sonst mega. Ich glaube, das... Stimmt, das wollte ich mit Dera mal zocken, Monster Hunter. Monster Hunter war so ein Ding, was, wo wir überlegt haben, ob wir das mal zusammen spielen. Mal gucken. Aber erstmal Tales of Arise. Suman. Sore yubi wa? Nyōbō no katami da. Nyōbō tte anta kekkon shite ta no ka? Igai ka? Katami tte koto wa nakunatta no? Sono Lena no sei de. Iya, byouki da. Kusuri ga te ni hairanakute na. Akkenai mon datta. あいつにも見せてやりたかった。この先の世界をな。ジルファ。気にするな。言っておいてなんだが、別に珍しい話じゃない。でも。うん。いざオイル。行くぞ。ウィルリオイラ。 Nicht drauf. Urk. Jax, was sind das denn? Aber neue Gegner. Oh. Gegner, die etwas aushalten. Oh, nicht schlecht. Oh Mist. Werde ich irgendwie. Oh, die eine Attacke machen können. Egal. FP 6. Wir kommen nie zu unseren neuen Fähigkeiten. Gott, ich finde das aber mega cool designt. Auch diese Tropfen, die da so von der Decke runterkommen. Schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die böse sind. Ja, das ist gut. Ich hab so viele Spezialtechniken, die man benutzen kann, das ist unglaublich. Zügel ist ein natürliches Wesen.
他にどんなのがいるか想像もつかん。油断するなってことか。階段や柱、どういう場所なんだここは。俺もここに来るのは初めてだからな。レナの輸送隊もここを使っていたんだろうが。にしては随分ボロボロじゃないか。シオンは何か知らないのか。知らないし興味もないわ。ここダナの遺跡だよ。ほら柱の装飾とかさ、大昔のダナの衣装だよ全部。つまりここは300年以上前に作られたということか。うん、何のためのものかまではわからないけどね。俺たちの先祖もこんなものを作るくらいの力があったんだな。いつかまたダナの人たちがここを自由に行き来する日が来るんだろうか。しっかりしろ。そのためにお前は戦っているんだろうが。そうか、そうだったな。 OK。 Gibt verdammt viel von diesen kleinen Cartoon-Sequenzen, sag ich mal. Ich versuche, dass ich die nicht zu oft abspiele, aber...ずいぶん冷えるな。外はあんなに暑かったのに。多分シスロディア側の寒気のせいだと思う。カラグリアとはまるで違うよ。覚悟しておいて。そいつは大丈夫なのか。フルルはもともとシスロディア生まれなんだ。多分緊張しているんだと思う。私以外の人とあまり接することないから。リンウェル、シスロディアについてもう少しこいつらに教えてやってくれ。あ、うん、そうだね。まず他人に気を許さないこと。なんだって。言葉通りの意味、どこに蛇の目がいるかわからないから。向こうじゃスルドの手下をそう呼んでるそうだ。本当は観察局の執行隊って言うんだけどね。どこにでも手先を潜ませて私たちを見張ってる。レナの監視ならカラグリアでも普通のことだったぞ。シスロディアじゃレナ人だけでなくダナ人もお互いに見張ってるんだ。蛇の目の下で働くやつからただの密告者までいろいろだけどね。ただ密告されたが最後強制労働行き、申し開きなんて聞いてもらえない。でも密告した方はご褒美にありつける。だから相手より先に密告しようとみんなお互い隙を伺い合ってる。それで他人に気を許すなんか。俺たちはいいのか。それはでもアルフェンたちはシスロディアの人じゃないし、地元よりよその人間の方がまだ信用できる。シスロディアのダナ人はなぜそんな状況を受け入れているんだ。誰もが戦えるほど強いわけじゃない。だから俺たちみたいなのがいるんだ。Okay, da müssten wir sowieso hoch. Fischis.Okay, wir haben Lachs gefunden. Das erinnert mich stark an den Kriegsfeier. Auch ein Anime oder? Sagt mir nämlich dazu gar nichts. Zu meiner Schande. So, da nicht lang. Komm, nehmen wir die eine Sequenz damit rein. Oh,
Ich finde die halt immer so mega interessant. Wenn euch diese Zwischensequenzen, die kleinen, die freiwilligen Zwischensequenzen nerven, würde mir das gerne sagen. Ich finde die immer recht interessant. Hat er nicht Unrecht? Auf. War ich auch mal am Überlegen, bin ich in, warte mal. Ja, ich probiere jetzt mal so ein bisschen die Outfits durch. Sie kriegt gleich wieder ihr altes Outfit. Eventuell. Auf da. Halt mal aus dieser giftigen Suppe raus. Wiederholte Tropfen durch bestimmte Eingriffe können körperliche Leiden wie Vergiftung oder Lähmung hervorrufen. Okay. Ist jemand vergiftet? Nee. Ich meine, wenn man das schon hat, wenn man die Kostüme schon hat, dann soll man sie auch mal ausprobieren. Juhu, es hat mal wieder geklappt. Es war auf den letzten Drucker, aber... Guck hier auch die ganze Zeit nach irgendwelchen Eulen. Das ist der Grund, weswegen ich hier immer stehen bleibe und so... Suche. Ach, das sind jetzt die Killergurken! LOL! Auf den letzten Drücker, Luna. Wobei der letzte Drucker geht auch. Raus aus dem Gift. Scheiß Killergurken. Ich finde es aber schön, dass sie diese Standardgegner auch drin gelassen haben. Ich finde nur das Design dieser Killer-Gurken immer lustig. Sieht irgendwie immer sehr, ja, interessant aus.
Jilva. Aber was tatsächlich eine Gurke? Anta ga tatakai tsuzukeru ryū wa nan da? Ryū? Kurenai no karasu ni deau made ore no shitte iru danajin wa mina. Ich finde sein Outfit dore no unmei wo ukeirete ita. Ja. Ore jishin sou datta. Kedo anta tachi wa chigatta. Kachime ga nakatta toki kara sudeni sou datta. Naze nan da? Betsu ni muzukashii hanashi ja nai. Dore de iru koto wo kobanda. Sore dake no koto da. 奴隷として死ぬより戦って死ぬことを選んだってことか。逆に聞くが、お前にとって奴隷で亡くなるとはどういうことだ。それはレナに支配されないことじゃないのか。ならレナに立ち向かい、志半ばで死んだ奴は奴隷か。俺に言われるまま、わけもわからず死んでいく奴がいたら、そいつは奴隷と何が違う。それは身分だけが奴隷じゃない。逆もしかりだ。俺の奴隷になるなよ、アルフェン。うん。warte mal. Nee, das ist hier nur. Ah, okay, warte. Ui! Scheiße. Warte, ich komm da noch rüber. Ja. Aha. Das brauchen wir nämlich alles zum Schmieden. Später. Der Grund, warum ich alles einsammle. Das klang wie Blähungen. Das klang original wie so Blähungen, ey. Okay. Wir können da einmal lang. Ich will aber auch einmal da rum. Ah, da ist wieder ein starker Gegner. Okay, ich gucke einmal ganz kurz bis hier hin. Einmal so eine kleine Ecke noch. Weil ich Angst habe, die Eule zu verfassen, falls es hier eine gibt. Da hat mir Bohnen gegessen. Ja. Aber jede Menge Bohnen. Mach dein Gift weg. Danke. Motto Ude und Nigakanaito. Sürdo ni wa mada todokanai ka. Juben sugiru to yukoto wa nai wa. Da sehe ich ja schon den starken Gegner. Ja, mal sehen. Ja, mal sehen. So, jetzt geht's erstmal wieder zurück. Ich will mich auf jeden Fall an dem Gegner versuchen. Welches Level sind wir eigentlich? 11. Oh. Okay. Ansonsten müssen wir die starken Gegner irgendwann anders mal machen. Hallo. Das sind mal große Knochen. Wildfilet. Ja. Pilze. Und eine Truhe. Was in der Truhe drin ist. Aus da, raus da.
Da? Ich glaube, das Ausweichen kriege ich dann damit hin. Ups. Hallo? Danke. Allheilmittelkrank. Ja, oh, nicht schlecht. Können wir auch gut gebrauchen. Orangengelee, das ist gut. Aber es gibt hier halt auch keinen Kampfvorteil mehr. In den Eltern-Tales-Aufspielen war es dann noch so, dass wenn du zum Beispiel einen Gegner von hinten halt angegriffen hast, dass du dann einen Angriffsvorteil hattest. Hast du hier nicht mehr. Wir starten alle mit gleichen Bedingungen. Es gibt nicht mal mehr Überraschungskämpfe. Emblem erworben. Juhu, Bombe. Okay. Nee, wir können leider keine Punkte verteilen. Ich kann's da. Okay, und da geht's dann runter zum starken Gegner. Jo. Bevor wir allerdings zu dem Brille dahin gehen, gehe ich einmal ganz kurz in die Pause. Ich war noch nicht. Aber dann kann ich die Katzen auch gleich direkt füttern. Und dann bin ich in 2-3 Minuten wieder da. Und dann einmal ganz kurz pinkeln. Geht's weiter. Mal gucken, ob wir den, das Viech dann kriegen. Ah, jetzt ist der Pose-Screen auch da. Oh,